Ja, hallo, willkommen, mein Name ist der NeroLP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Graces F. In der letzten Folge haben wir die Haderhöhe komplettiert und zwar haben wir am Ende noch gegen Veilch oder Veig oder was weiß ich, wie ausgesprochen wird, gekämpft. Und ja, jetzt befinden wir uns in der Sandschleierruine und nicht Schneelast oder ich habe keine Ahnung mehr, was ich gesagt habe, aber vor 5 Minuten ist schon wieder lange her. Und ja, wir befinden uns jetzt in diesem Raum mit diesem verdammt kniffligen, verdrehten Rätsel und ja, das ist zum Glück noch alles geblieben. Zum Glück habe ich das nicht im Future Arc gemacht, weil dann sonst wäre alles wieder resettet gewesen, weil die ganze Ruine war wieder resettet. Wir waren ja im Future Arc hier drinne und jetzt bin ich ja im Main Arc und jetzt bin ich reingegangen und alles war resettet. Zum Glück habe ich das noch nicht gemacht, ey. Dann hätte mich das richtig aufgeregt. Ja, okay. Die Tür ist zum Glück offen und so weiter, deswegen jetzt einfach da rein und nehmen uns jetzt, was auch immer da drin ist. Ich weiß, was da drin ist. Oh. Da ist noch irgendwas, was mir im Weg steht. Ja, müssten wir ja auch schon weghauen eigentlich. Eine Personenwerfer, die über die Sandschleierruine wacht. Duell. Der letzte Kreuzritter. Diese letzte Kreuzritter-Rüstung wurde übrigens auch gehärtet und ist jetzt irgendwann mit 200.000 Gold wert, wenn man die verkaufen würde. Also hoffentlich wird die für die letzte Etage reichen. So, hier könnte man zurück. Und was haben wir jetzt hier alles? Wir haben den Heldenstab. Ein Helden einer anderen Welt gegen nachgebildeter Stab, der auf jemanden zu warten scheint. Und Meistertonikum Ex, ja super. So, das heißt, hier haben wir auch das, was wir haben wollten. Jetzt können wir diese drei Sachen nehmen und abgeben. Obwohl, ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man jetzt 2 verschiedene Preise kriegt. Muss mal kurz mal gucken. Weiß jetzt nicht, ob wenn man jetzt einfach hier reingeht und die abgibt. Meisterkonzentration ist nun verfügbar. Wenn zwei Gruppenmitglieder auf jeder 5. Etage schafft, bis ganz nach oben. Ich glaube, das könnte man auch noch vorher machen. Aber ich weiß jetzt nicht, ob das verfügbar ist, wenn man machen wir was machen wir jetzt einfach. Wir fangen mit Cherry an. Hier vielleicht Schwierigkeitsgrad runterstellen sollen, ja. So, wir machen jetzt nochmals Kolosseum. Aber diesmal mal springen wir ganz Pepper von dem Typen. Ja. Weil ich weiß nicht, danach muss man glaube ich alleine gegen Rage kämpfen. Ich weiß jetzt nicht, ob man da noch einen Preis bekommt und ob man hier noch irgendwelche einzigartigen Preise bekommt. Deswegen machen wir das noch vor dem Kampf, den wir eigentlich machen wollen hier. Falls hier nichts passiert, werde ich wahrscheinlich rausschneiden. Mal gucken. Weil ich möchte das noch alles in diesem Jahr hier erledigen. Und wir haben noch so 10 Tage ungefähr, deswegen ja, in 10 Parts werde ich das gesamte Spiel ja schon erledigen. Minus hier alle Tavernen-Quests und so weiter alles. Also ja, ein paar Sachen werden uns fehlen, aber was soll's, das Spiel ist so komplett wie möglich. Ich weiß jetzt nicht, ob es irgendwo ein Let's Play gibt, wo wirklich alles so beim ersten Spielstand, also ohne so was mit, wo alle Titel und so rüber genommen werden und so was alles hier so komplett gemacht worden ist wie hier. Kann sein, dass das komplettierteste Let's Play von Tales of Graces F aller Zeiten ist. Aber hier mache ich was vor. Ist wahrscheinlich auf jeden Fall eins der längsten. Na, Malik. Erstmal die, die ich überhaupt nicht steuern kann. Ja, geht das schnell. Ja, wenn am Ende gegen Mage gekämpft wird, dann muss ich aufpassen. Darkness, the Wild. What? Darkness, the Power. Eins of Hour. Nein, da brauchen wir das nicht so. Viele Heat. Sagt er doch, ne? Ja, weiß, wenn ich das vermasse, dann kann ich sowieso von der Meisterklasse ganz oben anfangen, oder? Der Asche, die ich habe. Wenn ich dann verkaufe, ich den letzten Kreuzritter. Bin ich bekloppt.
Kann man den irgendwie herstellen? Das wäre nämlich sehr gut. Da könnte ich einige Tavernen noch, Tavernen, einige Shops auf Maximum bringen. Den Verkauf kriege ich bestimmt noch auf Maximum. Die meisten habe ich alle so auf 10. Kannst du fragen. Bin ich froh, wenn wir mit Belek fertig sind, was jetzt passiert ist. Bin der Weihnachtsmann Beach. Er sieht voll überzeugend aus. So, Pascal. Ich kann dich zwar noch gut steuern, aber schon. Bams. Bams. Ich habe ja ein Graces F gezockt. Damit war Graces F im Future Arc gezockt. Als wir so eine Trainingssession gemacht haben. Ich glaube ja nicht, der letzte Charakter, den wir nehmen, wird auch der sein, mit dem wir am Ende kämpfen. Ich weiß nicht, ob wir eine Belohnung noch bekommen, der andere. Deswegen mache ich den ganzen Mist hier. Wenn wir nichts bekommen, dann werde ich das wahrscheinlich rausschneiden. Das ist auch nicht so der Sinn. So. Warte. Kann so viel, glaube ich, ein bisschen besser steuern. Bam, so. Bam, oh. You waste my time. Also Rage werde ich bestimmt nicht auf Chaos schaffen. Auch nicht auf Böse wahrscheinlich. Wahrscheinlich spiele ich auch schwer dann. Ich weiß nicht, ob er ein Einzelkampf ist oder nicht. Das meine ich auch nochmal extra freischalten. Oh, komm her. Was? Mit ihr denn? Mit ihr denn? Und zack! Sehr schön. Man könnte das ja auch als so eine Art Aufwärmung für den nächsten Kampf hier ansehen. What? Zack, zack. Goodbye. Wow. Oh, aua, 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 aua. Kannst du es wagen? Kannst du es wagen? Aua, aua. Ich habe irgendwie Teufelshobel, oder wie die meisten. Bams. Bams. Warum habt ihr also Katzenklamotten? Was soll das eigentlich? Nehmt ihr das Ganze hier nicht ernst oder was? Ich habe einen Weihnachtshut auf. Boah. Bams. Bams. Wutsch, ja, zerstören. Alles zu ziehen, zerstören. Ach du schon mehr. Aua. Aua. Au. Scheiße, ist das heiß. Tut mir leid, viel Kraft ausgegangen. Ah. Was ist du denn für ein Typ? Wenn diese typische Leiden, die so ein Moveset haben. Gibt's den Xilla auch. Wie ein Fisch. Und dann schwimmt er so am Boden. Ey, voll beschissen. So, Mitgliederwechsel. Espel, ja. Und ja, zack. Vielleicht geben wir ja noch einen eigenständigen Preis. Nothing. Der Tempesto. Hey, gotcha. Halt mich. Was ihr denn? Das bringt doch gar nichts. Ist noch auf dem höchsten Schwierigkeitsgrad, glaube ich. Diabolic Rage. Rage fort, you block. Na, na. Burns, burns. Heed my call. You
Wir sterben. Ich hab gesagt, wir sterben. Aber so, ich verarschen. Nothing. Ich mach keinen Bock hier für Dings zu arbeiten. Hier, wie ist er nochmal? Maus. Ja, okay, was jetzt? Wir sind schon wieder oben, da wartet er schon wieder. Kämpfen wir jetzt mit allen oder mit allen? Macht euch bereit. Macht euch zum Kampf bereit. Ja, können wir schon los. Oh, okay. Oh mein Gott. Ich möchte ihn alleine knüppeln. Ja, das habe ich mir gedacht. Ja, super. Muss ja mal geben auf maximale Level. Da können wir schaffen mit Tempo und Elf Schub. Ja, aber so nicht. Und wenn der seinen Elf Schub macht, dann tue ich aber so was von den Dings hier einsetzen. Sanduhr. Nix da. Zack, jetzt wäre ich euch voll geil. Was sagst du dazu? Zack, rundum Schwäche. Sehr schön. Das dürfte jetzt ein bisschen wehtun. Sword! Oh mein Gott, was? Ja, sehr schön. Leviathan oder Levitin oder was weiß ich. So, gute Aufwärmung, ne? Kampfscheide. Elftrank G, wir kriegen wirklich neue Sachen. Ritterliche Nacht. Pechschwarzer Bodysuit. Und keine Trophäe oder irgendwie sowas, verdammt. Na gut, dann. Gehen wir mal hier runter, speichern und stellen uns den echten Kampf. Würde ich sagen. Der nicht so einfach sein sollte. Aber wir können ja auch wieder ohne Items kämpfen, nehme ich an, ne? Schwer reicht dann das schon. Was soll ich auf böse? Ne, ich mach auf schwer lieber. Wo ist der wieder zu lahm, der Kampf. Wenn ich verrecke, dann lade ich einfach noch mal. So, gehen wir ihm das Requiem. Das hat er nämlich gesucht. Ember, ja, die ist auch hier. Ich habe ein kostbares Fußkettchen verloren. Können wir das abgeben? Veteranen Schwert gemeistert. Und Rayla hat auch was verloren. Okay. Jetzt haben wir alle drei Sachen hier abgegeben. Und mal gucken. Dann gucken wir mal jetzt. Auf der obersten Etage bin. So, gucken wir mal. Warum von... So, viel Glück. Verstehe nicht, warum ich immer nur einen aussuchen musste. Da muss ich die Meisterklasse machen. Ich glaube ja. Lass mich mal kurz speichern. Kann ich nicht. Komm mal her. Right there. Hab ich mal kaputt, bitte. Kann ich flüchten? Also mach mich kaputt, wie du es noch nie mit irgendjemand anderen gemacht hast. Noch gar nichts am Plan, ja. Muss ich Meisterklasse wieder machen oder was? Muss ich das ja noch mal machen? Ich hab jetzt alle Dinger. Na, ja, ey, ich bin geil. Aber es kommt schon. Verfehlt mich damit. Slash. Ah.
Ich komme wieder. Muss ich noch mal die Meisterklasse machen? Ernsthaft? Kann ich nicht einfach das machen, was ich machen will? Ist schon joink, joink, zip, zip. So, hier machen wir die drei Dinge ab. So. Ist jetzt eigentlich auch noch. Na, das hier. Ein höfliches Dingens. Und wir kriegen ein seltsames Band. Guck ich mal aufs Spiel. Also, ob ich das herstellen kann. So. Lass mich mal kurz was gucken. Und zack. So, da kann ich noch eine höher, geht doch gar nicht. Lass mich wieder den ganzen Dreck hier machen. Leck mich. Ich darüber nachzudenken, ob ich das rausschneiden möchte. Ich werde wahrscheinlich sowieso zu faul sein. Toll, ich hätte auch gleich so machen können. Ja, weiß, vielleicht seht ihr auch nur die Footage hier. Die andere habe ich rausgeschnitten, weiß was ich. Weil es ja voll blöd, ist ja zweimal gleicher. Ja, was soll's. Ja, ich weiß, ich will auch ein bisschen, dass ihr meine an meiner Blödheit hier teilhabt. Ja, bah. Ja, das war super. Ja, ist ja gut schon, ja. Malik, na. So ein Dreck. Hab ich ja schon mal gemacht, ey. Und jetzt ist er zu steigen, was? This is trouble. Ist gut. So. Oh, ja, hey. Wie gesagt, ich weiß nicht, ob ich das rausgeschnitten habe. Ich werde wahrscheinlich einige nicht verstehen, warum ich jetzt so ein bisschen demotiviert bin, das jetzt zu machen. Aber ja. Muss halt sein. Weil will ich doch nur diesen einen Kampf hier machen. Au. Wobei ich in der Meisterklasse nicht von hier aus anfangen. Von der höchsten Etage wie bei der Dingensklasse. Er ist ein bisschen blöd durchdacht. Ja, ich habe schon Tagsmedizin. Was willst du eigentlich? Was willst du eigentlich? Was? Was? Bin ich froh, als ich mit dem fertig bin. Na gut, dann Pascal jetzt. Weil wenn ich dann auch noch verliere, das ist dann richtig blöd. Das wäre richtig blöd. Aber naja. Bams, bams und bams. Ja, nee, das kann ich auch mal machen. Ich weiß nicht, ob das noch zusätzlich Angstkraft bringt, aber ja. Wir sehen mit dem Bass, sieht voll cool aus. Wie heiliger Bimbam.
Ja, so, Hubert. Mach das bitte schnell. Mach doch mal ein bisschen mehr. Burn. Genau, egal, ob ihr Feuer seid. Ich schieße euch auch mit Feuer ab. Screw this. Das ist schon jetzt. Mein Gott, wie schnell hat denn gegen jetzt? Warum geht's so schnell mit ihm? Das ist doch nicht normal. So, Sophie. So, zack. Zack, zack. Zack, zack. Sagt sie auch, zack. Zack, Eagle Eye. Aua, aua. So, wer ist das? Kannst du es wagen? Sag mal, ist jetzt gut. Mein Gott, diese Viecher, ich hasse sie. Bams. Dabei mache ich das ja hier nur wegen einem einzigen Kampf. Wahrscheinlich werde ich das schneiden, weil es blöd finde ich irgendwie. Bams! Habe ich aber wieder ein bisschen Aufwärmung anscheinend. Habe ich gesagt. Ah, ist das heiß. Ja, ich bin auch schon abzustellen. Was willst du eigentlich so viel? Oh ja. So. Zack, Esper. Mit dem mache ich auch alles platt. Wer hat das gedacht? Ich mache mit Level 200 alles platt. Hallo Sync. Na? Jospi Sync. Das Tales auf der Abyss. Nur mal so nebenbei. Ich auch schon 2-3 Mal gesagt. Warte mal. Den ersten Möcher haben wir ja gemeinsam gemacht. Hallo? Ich soll doch gar nicht mehr erklären hier. War schon wieder verwirrt. Wer soll zum dritten Mal machen? Na komm mal her. Komm mal her. Und Death to the Damn. Hi Sync. Und Freundin. Mein Gott, das ging schon wieder schnell. Ja, ich glaube am Wunder. So, jetzt bitte. Mach ich was anderes. Ah. Ich meine, oh. Sorry for the wait. Jetzt wird's heftig. Many thanks to you all. It appears to have arrived safely. And I see other familiar faces as well. You must be the trio of Titans. Yes. Thank you for finding what we sought. This Soma is very precious. It connects me to those who are most important to me. Someone discovered it at the bottom of the ocean. I see. Perhaps my brother hid it there. No wonder I was unable to find it. I found my hero. Too bad it doesn't shout things like, I'm going to be a hero. You guys remind me of, well, us, actually. What you mean? Wie kann das nur sein? I don't know, they just do. I think so too. It's because they wish to test their own strength. That might be it. Now, prepare yourselves. I'll fight to the end. Behold, the Holy Maiden. Everyone ready? Na, alles klar. Oh Gott, das wird heftig. Das ist auch böse. So, jetzt müssen einige Vorbereitungen getroffen werden. Zum Beispiel brauche ich so 2 Sachen, die Tote wieder beleben. Weil wir können da nicht selber wieder beleben. Das macht mich ein bisschen irre. Auflevel, Kapitel der Gruppe. Warte mal.
Hier. Sie besuchen Krotons. Und noch irgendwas. Hier. Das Schmiedekunst brauche ich gar nicht mehr. Der Stärke brauche ich. So. Komm mal kurz zum Turtles. Hier. Wie? Na gut, dann. Ja, super. Ich Pascal, geh du mal rein. Unbesiegbarkeit, Fähigkeit könnte vielleicht etwas nützlich werden. So. Dann los! Ich glaube, irgendeine Kampfmusik, die ich nicht wiedererkenne. Der ist 130. Sie ist 130. Sie ist 130. Oh Mann, aber die haben beschissene Werte, sehe ich gerade. Ein cooler Schwertkämpfer, der gerne schreit. Er und seine Kumpanen sind sehr stark. Eine mir zu liebende Zauberin. Sie und ihre Begleiter sind sehr stark. Ein kampfsmutiger Heilige meint, sie und ihre Begleiter sind sehr stark. Ja, hinter das nächste Buch der Freundschaft. Magische Katar Nummer 69, okay. Mal gucken, ob das klappt. Ich will ja schon eher sagen, zuerst gehen wir auf Riella oder auf Koak. Emma meine ich. Weil die wahrscheinlich zaubern und heilen. Das wird nervig. Ich habe gar keine Items, das ist super. Au, au, au. Aber die ziehen zum Glück alle gar nichts ab, so wie ich das Gefühl habe. Bis jetzt. Mein Gott, die machen wir ja platt. Ich dachte, die werden ein bisschen stärker. Spielen noch böse, hallo? Na, kommt mal her, ne? Ey, warte mal hier. Boah, mein Gott, die machen wir fertig. Ich spiele schon auf böse. Die ziehen uns gar nichts ab, habe ich gesagt. Überlegt halt am Buch der Stärke. Ich würde schon eher sagen, ja, ne? Aha. Der PS3 kann halt auch nicht glauben, geht schon voll ab. Er war ein bisschen enttäuschend. Da habe ich mich die ganze Zeit hier hochgekämpft. Oh Mann. Dafür habe ich mich wie ein Blöder hier hochgekämpft. Da kann ich ja gleich ein paar zu lassen. Ey, hier hinzukommen war ja schon schwieriger, als gegen die zu kämpfen. Ja. Strength is more than feats of arms. Despite our loss, we know that real strength comes from cultivating a strong spirit. Ironischerweise sind die hier ein bisschen schwächer als im Zonenkäfig. A strong spirit, a strong heart. I cannot argue with that. You remind me of an artist friend of mine. It has been long since I fought this hard in battle, and I have missed it greatly. Thank you, Azbel. Work hard and keep aspiring to new heights. I will do my best. Thank you for the lesson, Guardians. Yes, thank you very much. Thank you. So long, funky Guardians. So long. Ja, das war viel zu einfach. Bin ich irgendwie nicht mehr zufrieden. Ja, Rüschnauer bekommen. Akana Trank. Zahner Puzzle. Teuren Schreibtisch. Meister Tony kommt sie. Eroberer Abzeichen. Meisterkrieger. Und im Namen der Gruppe. I can't believe we just defeated the Guardians. They're the world's strongest warriors. The way those three protected each other. I thought their defense was impregnable. But I guess you can always find a way. The guys back home are never gonna believe this. I wonder if anyone will believe us. Those who defeat the Guardians usually assume the position. So it might be a hard story to sell. That's right. I'd forgotten about that rule. I hope they don't expect us to. Oh, I turned them down already. When did that happen? On the way out, I said we're busy. Pity. Part of me wishes you hadn't. Yeah, come on! If I'd said yes, we'd never be able to leave this island. Captain, we have a mission to finish. Yes, I suppose. Wow, Captain, that's so rare for you to back down. It's hard to face anger from one who is often calm.
Was? Okay. Ja, stimmt, das sieht man wirklich selten. So, Hespel hat jetzt seinen vorletzten Titel. Ja, den einen kriegst du, wenn du alle Monster gesehen hast, was irgendwie gar nichts mehr bringt. Ja, das könnten wir gebrauchen noch. Und ja, die waren eine Lachnummer. Bams, gucken wir mal. Stark die gewesen wären, sind ja, wir haben alle Menschen gesehen. Wir haben einmal Wage normal, Level 90, 150, dann wären die 20 Level höher gewesen. So, jetzt vergleichen wir mal die Werte von hier mit der mit dem Ding Zungenkäfig. Ja, okay, sie ist ein bisschen, sie ist halt 127, hat ja aber ungefähr die Hälfte AP. Ist halb so schwach sozusagen, mehr oder weniger. Irgendwie andere Dinge, Schwächen und so. Riella ist auf jeden Fall stärker im Zungenkäfig. Wo ist er? Ja, hier ist sie im Zungenkäfig. Level 180, 940.000 AP. Ist sie 150, 297.000. Okay, ich glaube, selbst auf den höchsten Schwierigkeitsgraden hätten wir die alle weggeputzt. Also, ja, ist jetzt auch egal. So, da haben wir noch Abzeichen. Magische Karte, die ja gar nicht mehr angezeigt wird, bekommen und ein Buch der Freundschaft. Was bringt das denn? Um die Erhöhung einer Elf-Anzeige zu erleichtern. Ah, okay. Ja, okay, das könnte vielleicht irgendwann nützlich werden, aber mal gucken. Jetzt werde ich erstmal hier speichern, unseren Sieg vermerken und dann fällt mir ja noch was ein, was wir machen können. Da ist, wartet ja noch irgendwas verdammt Starkes auf uns in dieser Welt. Tja, und das machen wir dann in der nächsten Folge von Let's Play Tales of Graces F. Ich bedanke mich allerherzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss.